Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, wir hatten wieder eine kleine Sonderfolge gemacht, so um das Ding da unten hier fertig zu machen. Uns fehlen jetzt auch nur noch 71 Baumstämme. Wo ist denn eigentlich Sonne gerade? Stand? Keine Ahnung. Und ich würde sagen, in dieser Folge können wir mal eben das da fertig machen. Ja, nur noch im Grunde zweimal dahin fahren, dahin schippern. Dann ist das Fundament fertig. Vor allem auch da vorne haben wir auch einen richtig geilen Spot für Schildkrötenfleisch. Und wenn wir hier in den Einstellungen schauen, habe ich hier auch hier nachwachsende Bäume wieder angemacht. Das heißt, können wir auch nicht mehr hier die ganze Insel leer roden. Weil ich auch hoffe, dass wir wieder vernünftig Bäume haben und so, damit wir wieder vernünftig alles bauen können. Denn auf Dauer wäre das anstrengend, so hunderte Kilometer zu laufen. So Holz. Und es wird auch schon langsam dunkel. Ja, die Sorge, die ich habe, ist, dass vielleicht gleich irgendwann da Bumbosen Jonas und Dingens hier und der Muschi Klaus vorbeikommen. Ja, Hunger. Okay. Machen wir eben schnell was. Müssen wir doch, glaube ich, noch was haben, ne? Ja. Prost. Ah. Schon verdorben. Schade. Dann ablegen. Okay, dann. Ja. Dann snacken wir eben das ganz schnell. So, und da haben wir auch schon mal die Schildkröte. Komm. Ah, ein bisschen Schiss habe ich schon. Hier im Dunkeln hinzugeistern.
Bambi. Boah, ich dachte, der Baum fällt schon auf mich. Aber ich meine gerade auch irgendwen irgendwo gehört zu haben. Wir haben mit hier lange Ruhe von denen. Wo ist denn der Mond? Gerade so halbe Nacht schon um. Ich fände es schön, wenn hier die Bäume jetzt auch wirklich zum nächsten Mal nachladen. Nachwachsen. Dann leuchtet irgendwas. Hier rollt einer unserer Baumstämme. So. Den schmeiße ich hier mal weg. Oder ich habe eine Idee. Ah, da kommt schon wieder einer. Das sind die Ureinwohner wieder. Ein Sprachfehler. Sorry. Wir haben ihn. Den nehmen wir auch mit. Ich hätte eine Idee, wir legen uns mal schlafen. So, und jetzt. Oh, jetzt haben wir Hunger und Durst. Komm, wir essen die Echse. Trinken hier. Ich hoffe, dann müssten die Bäume auch wieder nachgeladen haben. So, Essen ist fertig. So, Echsenhaut haben wir auch. Eine.
Na, aber da sind schon ein paar Bäume nachgeladen. Ein paar Bäume sind wiedergekommen. Oh, da war Schnur. Seil. Haben wir genug. Ein paar Bäume sind immer wieder da. Waren noch nicht alle, leider. Aber immerhin. Komm, diese Richtung. Ja. Ah, der gibt 5 Holz, okay. Interessant, wie sich die Schildkröte da drunter durchzwingt. Kann wegen der Schildkröte auch kaum hoch. Was ist mit dir? Ja, okay. Jetzt haben wir zu viel Fleisch auf Tasche. So, falls ich mich aber für euch ein bisschen komisch anhören sollte, entschuldige ich mich dafür. Ich bin ein bisschen erkältet. So, die Nase ist ein bisschen so zu und ja, es ist ein bisschen schwieriger zu atmen gerade, aber naja. So, der hier gibt wieder 4. Okay. 4 bis 5 Holz immer pro Baum. Das hier werden immer einheitlich immer 4 Baumstämme. Aber sind immer 4 bis 5. Ja, wir müssen uns auch mal öfters mal schlafen legen. So, falls ihr nichts dagegen habt, ich würde mir eben ganz schnell einen Tee machen und dann wäre ich wieder da, ja? So, da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt einen Tee gemacht. Und ja, wir waren hier irgendwo stehen geblieben. Jetzt für die paar Sekunden habe ich irgendwie total vergessen, was wir gemacht haben. Also nicht genau vergessen, aber vergessen, an welchem Baum wir waren. Und ja, nehmen wir den hier dann schon mal weiter. Baumharz sammeln wir auch ohne Ende hier. So. Hallo Möwe. Ach, hier haben wir auch noch einen Baumstamm. Den nehmen wir gleich mit. So, wenn wir etwas Glück haben, haben wir das heute sogar noch durch. Und das Fundament. Insgesamt müssen wir zweimal fahren. Dahin, rüber. Und sind jetzt schon außer Puste. Geil. Haben wir doch noch was zu trinken, oder? Ja.
Ey, hier geblieben. Ich glaube, ich mache mir eben so ein kleines Stück Fleisch eben. Da können wir den da einsammeln, ja. Dann trinke ich eben noch einen Schluck von meinem Tee. Oh, Essen ist fertig. Hat nichts bewegt sich hier. Okay. Was ein großes hier Bauprojekt, so würde ich schon sagen, Bauprojekt wir da haben. Da bin ich froh, wenn wir das durch sind. Keine Ahnung, wie lange wir schon allein dabei sind, so nur für das Fundament. Das da, was wir da bauen, wo wir über 300 Baumstämme gebraucht haben, ist ja nur der Boden, nur das Fundament. Wir wollen ja eine richtige Festung bauen. Mit richtigen Verteidigungsanlagen, so Fluchtpunkte, falls da doch überrannt wird. Das allein diese Festung da, die wird uns eine Menge Zeit kosten. Ah, da ist noch mal Umstand. Aber trotzdem, den ganzen Bau und so weiter will ich euch auch nicht vorenthalten. Ich will jetzt auch nicht so Zwischenfolgen irgendwas heimlich machen oder so. Sondern ich will euch schon auch die Möglichkeit geben, hier, dass ihr euch das auch alles ansehen könnt. Oder was? Aber ich habe hier immer so Angst, dass da irgendwas im Hintergrund sich bewegt. Ja. Und diese Richtung, diese Richtung, diese Richtung, diese Richtung. Ja. Das war ein Reh. Jo, mein Nachbar macht nebenan hier irgendwie ein bisschen Radau. Ich hoffe, das hört man in der Aufnahme nicht. Aber ich höre das hier durch die Kopfhörer und alles. Durch die Wand. Dass er da irgendwas am Machen ist. Das irgendwie ziemlich laut ist. Jetzt stecke ich fest. Ja.
Wie geil das auch wäre, wenn wir jetzt endlich mal in irgendwann in der Zukunft Schattensäge finden würden. Das wäre richtig nice. Dann bräuchten wir nicht immer wieder so gegenhämmern. Da braucht er immer wieder Treibstoff, Sprit. Müssen wir uns auch immer irgendwie aus den Höhlen holen. Trotzdem. Wohl ein bisschen haben wir hier ja an hier Kettensägenfüllungen. Dann müssen wir eben auch irgendwann mal suchen, wo wir die Kettensäge herholen. Hier nicht noch ein Baumstamm irgendwo? War schon runtergekullert hier. Da. Da rollt einer. Und dann hätten wir nur noch Platz für einen Baum. Einen einzigen, glaube ich. Und ja, für die Leute, die es eigentlich auch interessiert, wegen Cyberpunk. Ich habe mittlerweile es geschafft, die Spieldaten, also den Spielstand, den wir bei der letzten Aufnahmesession hatten, wiederherzustellen. Und wird auch dann wahrscheinlich am kommenden Montag, also morgen, die nächste Folge wieder raushauen, also nach Ewigkeiten. So. Deswegen mache ich heute auch eine kürzere Aufnahmesession zu The Forest und beginne gleich danach im Anschluss mit los mit dir mit Cyberpunk. Fand ich auch schade, wie das eigentlich wieder, dass die ganzen Daten weg waren und so. Immerhin haben wir das wiederhergestellt. Ist ein kleines bisschen anders als bei der letzten Aufnahme davon. Aber ja, wenn die Daten auf einmal weg sind, weil ich hier umgebaut habe an meinem PC oder umbauen lassen hatte, ja, dann passiert halt sowas. Ich weiß gar nicht, wie das genau passieren konnte, dass das alles weg war, aber okay, wir wählen PC viel zu wenig aus. Aber immerhin können wir ab morgen die Folgen wieder aufnehmen. Also wieder auf dem ähnlichen Stand wie vorher. Ja. So, ich wechsle einmal die Finger, damit ich trinken kann. Hier zwar ein paar Tage so mit einer erkälteten Stimme und alles und so sein. Aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Und ich würde sagen, wir können jetzt auch wieder zurückpaddeln. Ist schon aber geil, das Monster da hinten zu sehen. Und wir reden hier allein nur erstmal nur vom Fundament, ja? Wünschte, ich könnte euch schon zeigen, jetzt schon so, was ich genau im Kopf im Bild habe. Wie das dann aussieht. Was das dann da so in die Wolken schon so reinragt und so weiter für eine Festung finden. Aber. Ja, leider
Leider, leider müssen wir abwarten, bis ich das fertig gebaut habe. Und ich glaube, auch in der Realität umgesetzt, sieht das auch immer ein bisschen anders aus als, naja, als die Vorstellung. So ein bisschen so erklären, was ich vorhabe, kann ich ja immer. Nur wie es am Ende aussieht, ist wieder eine andere Sache. So, da wären wir schon. Passt. So, noch ein bisschen, ja. So. Wie viel fehlt noch? Was sagt ihr da? Da? 286 von 345 haben wir schon. Das ist schon ordentlich. Weil auch mein Boot ist hier so vollgerotzt mit dem ganzen Holzdingern hier. Ich glaube, ich werde, sobald ich die Festung hier fertig habe, das Ding hier auch niederreißen, das Boot. So. Noch ein bisschen. So. Ja, meine Energie ist schon im Keller, ich weiß. Wir essen auch sofort was. Jetzt letzte Baumstamm. Und da sehen wir es, nur noch 32 brauchen wir. 32 Baumstämme. So. Ja. Essen erstmal was und dann legen wir uns gleich pennen. So, Essen müsste auch sofort fertig sein. So, da haben wir es. Und dann paddeln wir da eben schnell rüber. Dann legen wir uns da auf jeden Fall pennen, weil ich glaube, wenn wir uns pennen legen, wachsen auch die Bäume nach.
Meine Nase fängt an zu laufen. Ich hole mir gleich ein Taschentuch. Ich habe jetzt keine blöderweise hier rumliegen. Auch doof. So, und dann legen wir uns hier jetzt. Nein, wir können uns noch nicht schlafen legen. Scheiße. Machen wir dann. Egal, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und ciao.